ja der LKW kaputt gegangen. Aber das ist wirklich klasse. Also egal wie viel ich schieße, die Munition wird nicht weniger. Don von New York halt, ne? Das ist cool. Muss ich ehrlich zugeben. Aber es ist auch irgendwie langweilig, wenn du wirklich unendlich Schuss hast. Also Ansichtssache, ne? Hi. Michael hat einen Auftrag für dich. Bist du interessiert? Ja. Für Michael tue ich alles. Worum geht's? Erinnerst du dich an George Giovino? Der Kerl hat Dreck am Stecken. Er versteckt sich in Rosas Blumenladen. Aber er steht auf Bazzinis Gehaltsliste. Ah. Ach so. Ja, okay, das ist ein Auftrag, über den ich gelesen habe. Das ist ziemlich einfach. Also da muss ich halt einfach darauf achten, dass ich dem direkt in den Kopf schieße und nicht irgendwen von den Mädels verletze. Das ist eigentlich machbar. Ja. Schick, schick. Schick, schick, schick. Ja, ja. Obwohl, ich habe euch jetzt gespoilert, ne? Ihr hättet... Und ich habe vergessen, das vorzulesen, merke ich gerade. Gut, spult nochmal zurück, lest es euch durch. Dann wisst ihr auch, worum es geht. Ja, obwohl dürftet ihr eigentlich auch so wissen, wenn ihr jetzt zugehört habt, was der Alte da gesagt hat. Also von daher, obwohl, es ist ja wirklich so, dass einige von euch sowieso schon weiter sind als ich. Also ihr habt doch sowieso schon das Spiel durch und 100% runnen und was weiß ich. Und ja, ne, wisst ihr ja Bescheid. Ach. Ha, super eingeparkt. So, ich muss genau schießen, also nehme ich dich. Der Typ hat bestimmt noch wertlosen Müll, also gehen wir da gar nicht erst drauf ein. So, mal schauen. So. Ja, gut, das war doof. Das versuchen wir einfach nochmal. Ja gut, wir machen das. Den kriegen wir. Den machen wir so nass. Hast du schon was vor? Ich hab ja was. Ja, ich hab was vor. Aber schön, dass du fragst. Wo ja, zum Teufel ist der Kerl? Es gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Nur tote außer Gangster sind gute Gangster. Ich liebe es. Wir sind vollkommen außer Atem. Wir sind nämlich nicht Forrest Gump, obwohl wir es gerne wären. Mist, ich bin spät dran. Zock. So, Kollege. Geschafft. Ja, war doch eigentlich gar nicht so schwer. So, Waffe weg. Och. Ich musste es tun, Rosa. Er hat uns verraten. Immer wenn wir uns sehen, stirbt jemand. Aber mich hast du gerettet. Ich weiß, dass du nichts damit zu tun hast. Er hätte dir wehtun können. Wehtun? Ja, vielleicht. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt denken soll.
Ich bin dein Don. Denk von mir was Gutes. Jetzt wirst du gepountet. Verstanden, Olle? Ja, so ist das. Ich bin hier der Master of Disaster und so soll das auch sein. Ja, ja. Haben wir hier einen Tresor übersehen? Nö, ne? Da war eine Motte. Die Corleones können sich auf mich ver... Ja, alles klar. Ich glaube, da war eine Motte. Ja, dann fahren wir jetzt mal. Wo sind wir denn eigentlich? Ich glaube, wir sind in Little Italy, oder? Jo, dann ist das nächste wieder mal das Anwesen. Also fahren wir zum Anwesen. Wuhu! Mir geht langsam wirklich der nützliche Gesprächsstoff aus. Oh, jetzt muss ich erstmal schlucken, Entschuldigung. Mir geht der nützliche Gesprächsstoff aus. Also ich habe nur noch Müll im Hirn, was ich so verzapfen könnte und irgendwie ist das nicht so ganz das Wahre. Also ich denke, ihr seid ein niveauvolleres und anspruchsvolleres Volk, Völkchen, als dass ich euch mit solchen Sätzen erfreuen könnte wie Backfisch. Ja, Backfisch ist ein Satz. Warum? Google das. Ja, ich habe momentan den Ground Zero in meinem Kopf. Also mir fällt wirklich nichts Nützliches mehr ein, was ich noch erzählen könnte. Vor allem nicht zu diesem Spiel hier. Also es ist wesentlich einfacher für mich, etwas blind zu spielen als so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl, es ist ja jetzt blind eigentlich, aber wir sind Don von New York. Mehr kommt nicht. Das Spiel ist vorbei. Wir könnten zwar jetzt noch 100% Run machen, aber das lassen wir. Weil ich habe da echt keinen Bock drauf, hier tagelang nach diesen verkackten alten Filmrollen zu suchen. Ich weiß, es gibt eine Karte, könnt ihr alles ablesen, aber das wäre ja auch mehr oder weniger gecheatet und das wollen wir ja nicht. Wir wollen uns das ja ehrlich verdienen, nicht wahr? Der fummelt schon wieder mit seiner Kanone rum. Hi. Dieser Job ist eine große Sache. Traust du es dir zu? Kommt drauf an, was wenn... Groß? Wer ist das Ziel? Marco Cuneo, Don Cuneos Sohn. Er hat eine absolut saubere Weste, Kleiner. Das heißt aber nicht, dass er nicht gefährlich ist. Marco ist ein angesehener Geschäftsmann, sogar bei der Polizei. Es muss wie ein Unfall aussehen, ein Verkehrsunfall. Ah, werfen Sie Marco in den Straßengraben oder auf Schienen. Okay. Das schaffen wir schon. Ich hab das, ich kenne das jetzt so nicht, aber wir schaffen das schon. Ich habe auch noch nichts über diese Art der Tötung gelesen. Aber das wir kriegen das hin. Vertraut mir, Leute. Wenn wir jetzt nicht 5 Jahre lang fahren müssen, um dahin zu kommen, werden wir das auf jeden Fall hinkriegen. Jo. Aber wenn ich mal so bedenke, ich habe es jetzt in knapp, keine Ahnung, 18, 19 Stunden geschafft, Don von New York zu werden. Das ist schon ganz cool eigentlich. Das ist auch cool. Ich fahre einfach irgendwo hin und ich habe gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich muss nach Hell's Kitchen. Ja gut, komm, wir fahren jetzt hier lang. Das macht keinen Unterschied. Hell's Kitchen. Yay, zack. Was gibt es noch? Hell's Kitchen, yay. Also, ich habe wirklich nichts mehr, was ich noch sagen könnte. Ich könnte mit Worthülsen um mich werfen, aber da hättet ihr nichts von, da habe ich nichts von. Das lassen wir also mal. Jo, das könnte ich... Ich habe das coolste Ding gesehen, was es momentan nicht auf dem Markt gibt. Ich habe nämlich gesehen, wie jemand eine N64 zu einer Portable N64 umgebaut hat. In einem Video auf YouTube hier, und das finde ich hammergeil. Ich bin am überlegen, ob ich mir das auch mache. Weil das ist, also ich weiß nicht, wie lange das vom Akku her hält, aber man kann das sowas auch nicht kaufen, leider.
Aber ich hätte schon mal Bock, so Originalspiele von der N64 mal wieder auf der N64 auch zu spielen, aber halt nicht auf der N64, sondern auf einem portablen Gerät, wo ich halt mit kleinerem Bildschirm auch dann eine bessere Grafik sozusagen hätte. Weil alles, was kleiner ist, ist ja besser gepixelt. Und ich weiß, das ist Schwachsinn, aber ich möchte es trotzdem sagen. Ja, und auf jeden Fall hätte ich da echt Bock drauf. Also, ja, jetzt Zelda ist wieder für den DS rausgekommen, aber das ist ja auch jetzt schon unheimlich verpönt. Who knows why? Also, ich habe es noch nicht gespielt und ich weiß auch nicht, warum es so verpönt ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch noch kein Let's Show oder Let's Play oder Let's was weiß ich oder Let's Kack dir in die Hose gesehen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt, dass es so verpönt ist. Maybe, weil es ist halt so, ne? Ja, wie, also ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Zelda Ocarina of Time war immer ein geiles Spiel. Ich hoffe, die machen das auch noch mit Majora's Mask, auch wenn Majora's Mask echt gehatet ist von vielen. Aber das würde ich dann wirklich sogar nochmal LP'en. Also dafür da würde ich mir echt nochmal einen Emulator zulegen und das LP'en, wenn das Majora's Mask in einem Emulator läuft. Weil Majora's Mask habe ich selber noch nie gespielt, leider. Ich wollte es immer spielen, aber no way. So, was war jetzt nochmal meine Aufgabe, um genau zu sein? Straßengraben oder Schienenwerfen, alles klar. Wenn du jemanden davon erzählst, ist es aus. Du solltest aufpassen, was du isst. Hallo, Sir. Es ist mir eine Ehre. Keine Bewegung. Du isst, was du isst. Ja, epic. So viel zu der ist nicht gefällt. Also, ja. Ja, okay, wir wurden gewarnt. Sie sehen halb tot aus. Brauchen Sie Hilfe? Ja, wir wurden gewarnt. Uns wurde gesagt, der ist gefährlich. Also, ich bin selber schuld. Meine Frau hat mich betrogen. Aber na gut. Es wird für alles eine Lösung gefunden werden. Schön, dass uns das hier schon alles gehört. So brauchen wir uns echt nicht Gedanken drum machen, dass wir hier irgendwie Krieg anzetteln. Ja, mit unseren eigenen Leuten können wir ja gar keinen Krieg anzetteln. Ha, 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 ha. So. Nehmen wir mal die Waffe. Bewegt euch fort. Erwischt. 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 Hier nicht noch einer, ne. Na, komm her. Na, komm her, du. Ja, gut, das war doof. Ja, ich weiß, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich den packen soll. Ich hab zwar keine Zulassung, aber ich kann sie zusammenfliegen. Von daher wird das Ganze ja ein bisschen... Das gehört jetzt mir. Hilfe! ...schwieriger. Also wirklich, mein Vorstellungsvermögen, wie ich den platt kriege, ist irgendwie sehr eingeschränkt. Da habe ich noch keine Idee. Ich soll den ja auf Schienen werfen und so, aber... Fällt mir ehrlich gesagt nicht so ein. Ja. Das war also auch keine Option, einfach reindrehen.